zwei Menschen finden sich, ohne einander gesucht zu haben. Zufall? Was ist Zufall? Die Aneinanderreihung einer Kette von Ereignissen. Folgen wir den Gliedern dieser Kette. Kurz vor der Begegnung bewirft Stanley einen zufälligen Passanten mit einer leeren Dose Bier. Gleichzeitig zündet sich Nina eine Zigarette mit einem Streichholz an. Das Bier hatte Stanley aus seinem Büro, wo er bis spät abends gearbeitet hatte. Nina verließ ihre Wohnung, ohne zu ahnen, dass sie ihr Handy vergessen hatte. Eine Kette von Ereignissen. Doch was, wenn ein kleines Glied dieser Kette verändert wird? Vielleicht hätte die Nachbarin den Kinderwagen mitten im Weg stehen lassen. Was Nina dazu veranlasst hätte, diesen wegzuräumen und dabei ihre Streichhölzer zu verlieren. Vielleicht wäre Stanley in letzter Sekunde von einem Telefonat gestört worden und sein Arbeitskollege hätte sich das letzte Bier geschnappt. Vielleicht wäre Stanley nie in einer Auseinandersetzung gelandet und Nina wäre ohne Streichhölzer geblieben. Hätten diese Ereignisse zum selben Ergebnis geführt? Oder hatte sich Zufall oder nicht der Lauf der Dinge bereits geändert?